Ich muss Livestream starten. So, jetzt müsste es gehen wieder. Denke ich mal, hoffe ich. Ja, es war ja wirklich Zuschauer. 3 Zuschauer. Ein Zuschauer, einer wartet. Ja, das ist, warte mal. Direkt über Kronk bist du. Okay. Ja. Das müsste jetzt gehen. Ja, ich glaube auch, dass das mein PC zu viel war. Hey, wieder 2 Zuschauer, sehr gut. Probieren wir es nochmal. OBS sieht man noch gar nichts, oder? Ah ja, okay.
Ich glaube, es ist halt keiner mehr drin, ne, im Stream. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Die Kette meinte ich. Nee, ich hab keinen Bolzenschneider. Ich möchte aber gerne einen Bolzenschneider haben. Das muss das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein.
hier was machen? Nee. Au. Keine Reaktion. Jetzt brauche ich auf jeden Fall eine Schraubspitze. Sehr oft, die mögen meinen Hals. Tagebuch des Drogeriebesitzers. Drogenbesitzers. Ja, der hat. Nice, sagt man, niemand kennt die Kombination. Das ist nicht einmal meine Frau. Das ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aquaquerkönigin. Und sie würde es nie einem Dieb verraten. Was ist eine Aquaquerkönigin? Zurück. Ich muss doch die Reise lösen können. Es ist unlustig zu probieren.
irgendwas entdecke ich, brauche ich einen Bolzenschader oder sonst irgendwas. Oder komme ich hier nochmal irgendwann mal wieder? Ui. Das wird ja hier alles angezeigt. Tresor. Ja. Donutladen. Donutladen ist auch. Das wäre ja nicht gut. Schmuckkästchen. Dann kann ich kurz Pause machen.
So. Geschäfte gibt's hier nicht, Herr Wolf. Dann machen wir mal weiter. Nein, ich möchte nicht feiern. Kann ich doch bestimmt da am Anfang in der U-Bahn verwenden. Wo dieses komische Kompassgebilde da rumstand. Nee, ja. Dafür müsste ich aber irgendwie zurück. Warte mal, kann ich auf die Karte? U-Bahn-Büro. Ja, super. Bolzenschneider haben wir auch noch nicht. Einfaches Schloss. Schießpulver. Tresor. Ja. Oder ich gehe wirklich nochmal in die U-Bahn-Station. Da war ja dieses Denkmal. Ah komm, ich gehe mal in die U-Bahn-Station.
das hier benutzen? Irgendwie? Benutzen? Jo. Wow, hat sich ja voll gelohnt. Aber es gibt auf jeden Fall zwei weitere Steinchen. Bevor das Spiel wieder abstürzt. Immer schön speichern. So, was haben wir noch? Hier ist alles free. Gehen wir mal weiter. Runs gibt es später. Thank you.
gar nichts hier. Ja, natürlich. Das ist, oh, ich glaube, meine Cam ist aus. Merke ich gerade. Post. Jetzt. Gut. Wird was messen? Ja. Mein Freund. Okay. Ist jemand hier drin? Ich will es nicht rausfinden. Ich glaube, es ist ein Fehler, aber ich mache ihn mal. Bist du UBCS? Ja, Vorsicht, Vorsicht! Komm, schau mich nicht so an! Ich bin nicht infiziert! Okay, nein, 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 bitte! Okay. Was soll das? Er war infiziert! Vielleicht war er infiziert! Ihr Stars seid zimperlich. Darum sind so viele von euch tot. Und was bist du? UBCS? Bringst deine eigenen Leute um? Er hätte sich verwandelt. Wo ist dein Überlebensinstinkt? Geh zurück zur U-Bahn-Station. Wir brauchen kein Weichei wie dich, das uns behindert. Ja, ich bin kein Weichei. Wieder zurück und die Sachen holen oder hinter ihm her? Gibt es eine Schrotflinte? Ich gehe zurück. Das war in der U-Bahn-Station. Ich gehe in die U-Bahn-Station wieder.
Bitte? Station war. Ich hab Carlos geschickt, die Schienen frei zu machen. Gibt ihm auch Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen. Ja, gut. Irgendwo beim Büro mit der Schrotflinte, wo ich den Bolzenschneider gebraucht habe, bin ich fast gerade echt nicht mehr. Das war das Büro von den U-Bahn-Leuten. Machen wir das Kleine, damit man vielleicht den Chat lesen kann. Leute, ist es bei euch auch sehr leise vom Spiel oder ist es okay? Und von meiner Stimme? Schreibt mal in den Chat. Okay. Ist es besser, wenn ich das Mikro jetzt so dran habe? Ach so, da muss mehr Stimmung. Ja, ich bin konzentriert. Gehen wir da hoch und dann zu dem Erste-Hilfe-Kit. Die Schrotflinte, ich verstehe es nicht. Kette? Was für eine Kette? Andersrum, den Bolzenschneider für die Kette, ja, den habe ich. Ach, da muss ich da lang. Okay.
Kette, alles klar. Hey, ich will hier auch kein professioneller Twitch-Streamer sein. Warum sollte ich? Ich weiß nicht, wo die Schrotflinte war. Egal. Oh, jetzt war ich nicht so rum. Aber irgendwo da unten oder so war eine Tür, die ich aufmachen kann, beziehungsweise so ein Hoftor. Kommt denn der her? Darfst gerne auf mein Gesicht achten. Daddy. Normal. Schwierigkeitsgrad ist bei mir normal. Ja. Nein, ich möchte auslaufen. Kann ich das einfach wegwerfen? Das eigentlich nicht wegwerfen. Okay. Ja, unwiederbringlich. Das ersetzt das rote Kraut ganz gut. Wir brauchen schon Heilung. Das stimmt. Angriff ist die beste Verteidigung. Voll abgelenkt.
Ja, die fressen sich. Bleib liegen. Gut, gehen wir wieder. Weiter. Da, durch. Wiederholen. Jawohl. Ach, die verstauen. Ja. Die Leben sind bei den Zombies immer random generiert. Also ist immer unterschiedlich, wie viel Leben die haben. Und es ist auch immer zufällig, ob eine Kugel kritisch einen Zombie trifft oder nicht. Das heißt, ob der Kopf platzt am Ende und der mit einem Schuss zu Boden geht. Oder ob man dann 12 Schüsse versammeln muss. Stromausfälle hat sich die Gilde entschieden, Stromerzeugungsaggregate an verschiedenen Stellen der Stadt bereitzustellen. Jedem steht es frei, sie zu nutzen. Beachten Sie allerdings, dass die Generatoren mit hoher Spannung arbeiten. Wenn diese Generatoren Stöße oder gar Schüsse ausgesetzt werden, können umstehende Personen an Elektroschocks... Ja, okay, das ist ja natürlich alles probiert. Die Info kommt jetzt ein bisschen spät, habe ich schon drauf geschossen. Da zum Beispiel. Und je. Und. Oh. Das. Ein Satz mit X. Das war wohl nix. Ja. Geh weg. Hi. Alter. Denzel hier ist die Ballerina hier. Ups. Komm her. Zeit für die Heilung. Was denn? Na, weiß ich nicht, ob das so bei den vorherigen Teilen war. Ich weiß nur, dass wir jetzt im zweiten, also im Remake, das letztes Jahr rauskam, das so geregelt worden ist. Und da das Spiel ja sozusagen auf dem anderen Spiel basiert, auf derselben Engine, haben die es definitiv genauso gelöst. Cool, ey. Nicht so cool, ey. Geht, lass mich in Ruhe.
mach ich. Das reicht hier aber. Im Schacht. Alle mal kurz liegen bleiben. Was denn? Ah, die leben? Spricht eigentlich nichts dagegen, oder? Wie nennt man das? Bullet Sponge? Wie gerufen, das Kraut. Nee, aber die Zombies, also... Hört dich halt nicht, aber die Zombies haben ja vorgeschriebene Leben und der Würfel regelt ja nur, wie viel Schaden wir den Zombies machen. Stimmt, Waldemar würfelt einfach einmal auf die Zombies, auf die Leben, so 20 Leben und dann gib ihm. Ah, geil, Gürteltasche, mehr Inventar. Wie gerufen, echt. Rausnehmen. Kombinieren. An alle Mitarbeiter, als Reaktion auf die gewaltsamen Ausbrüche in der ganzen Stadt haben wir einen geplanten Stromausfall eingeleitet. Sobald die Situation unter Kontrolle gebracht wurde, reaktivieren Sie bitte so schnell wie möglich die 4 Trennschalter. So müssen es 4 sein. Sobald dies erledigt ist, schalten Sie den Hauptschalter in der Schaltzentrale ein, um das Stromnetz wieder zu aktivieren. Okay. Entschuldigung. Okay, gut. Ich glaube, dieses kleine Labyrinthchen zeigt mir an, wo die ganzen Stromschalter, Sicherungsschalter, was auch immer, Trennschalter zu finden sind. Gut. Ich merke es mir nochmal. Da. Da. Eigentlich easy. Okay. Hier alles? Ja, ich glaube schon. Riecht wie... Oh, ich will gar nicht drüber nachdenken. Okay, was soll das sein? Schmodder. Lecker Schmodder. Grüne Kräuter. Sie wirken. Ja, sehr schön. Tutorial. Ja, ich kann grüne Frankfurter Soße draus machen. Lecker. Gut. Der steht doch auch bestimmt auf hier. Was ist denn da los? Der sitzt so in der Ecke. Na, doch nicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Guck mal, der hat was in der Hand. Locker Scare Jump, Achtung. Vor lauter Anspannung geplatzt. Oh mein Gott. Widerlich. Dietrich. Bin mir nicht sicher. Okay. Muss wieder ein bisschen die Pistole benutzen, hab zu viel Munition. Dass man das in einem Resident Evil Teil sagt, man hat zu viel Munition.
Ah, ich könnte nachladen. Das wäre mal was. Der jetzt ab so bei Skyrim. Was ist das? So muss ich jetzt zwangsweise an Hentai denken. Ich weiß nicht. Jetzt oder? Was? Au! Ah, da ist was über mir. Okay. Kommen die jetzt so? Ja, genau. Schalter und da ist ein Schalter, alles klar. Ja, bin ich jetzt in Gefahr oder Parasit? Okay, und ich bin in Gefahr, ich sollte mich heilen. Jetzt, doch. Widerlich! Ja, definitiv widerlich. Okay, ich schaff das. Oh, fuck! Was, schon wieder? Was zum Geier? Lass mich in Ruhe, ey. Nee, ich bin gesund, aber hab ein Parasiten. Okay. Vielleicht hätte ich mir doch das durchlesen sollen, wie die grünen Kräuter wirken. Das ist so eine Art Abführmittel für den Magen, oder? Ah ja, okay. Ja, aber ich habe nur noch ein Kraut. Das heißt, ich muss jetzt vorsichtig sein. Habe ich noch und da steht noch. Anscheinend ertrage ich das ja auch ein bisschen so. Von daher sollte das passen. Ich. Aber gut, dass ich so viel Munition habe. Vielleicht vorsichtiger sein. Nein. Wo ist es hin?
Station. Irgendwie Wange darunter zu klettern. Kommt doch irgendwas, ich hör's. Ja. Oh, fuck. Ist aber auch ekelhaft hier gemacht mit dem Schleim und die Viecher sind auch Schleim und irgendwie ist alles Schleim. Nein, geh weg. Ruhe. Wo sind die? Okay, ich habe keine Munition mehr. Weg! Rückzug! Alter, Willi. Okay, jetzt bleibt nur noch der Hauptstromschalter. Okay. Okay. Mehr Zuschauer. Yay. Aber Stefan muss doch arbeiten. Er hat doch gar keine Zeit zum Livestream gucken. ich bin mir jetzt gerade unsicher, was ich machen soll. Irgendwas Böses. Carlos, hier Jill. Der Strom der U-Bahn fließt wieder. Gute Arbeit. Als nächstes kommt das Stellwerkssystem. Es sollte im Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay, ich glaube, ich kenne das Gebäude. Wirklich? Klasse, Partner. Ein Schritt voraus. Bin ich dein Partner. Ich brauche Munition. Ist noch was. Ja. Mein Ruf wurde erhört. Ich habe Munition. Mach. Überhaupt nicht in Stimmung, mit dir irgendwas zu machen. Au! Was? Was? Guten Tag! Hier haben sie ein bisschen aufs Maul. Einmal zu mitnehmen, bitte. Danke. Was zum Geier? Okay. Strategien?
Erstmal leben. Okay, und nochmal, ja, das, tschüss. Renn! Wieso kann sie nicht einfach schneller sprinten? Uah. Ja, danke. Ciao! Doch nicht schade. Geh einfach hier rein. Was? Ein Scheiß muss ich. Hauptsache leben. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin, aber ich gehe mal dahin. Oh nein! Das ist Spider-Man, ey. Ja, Stars. Nein. Einem zum anderen. Ich heil mich mal. Etwas angespannt gerade. Wieso lebst du noch? Ich hab dich dreimal jetzt erschossen. Was stimmt mit dem nicht? Oh mein Gott! Leertaste mit dem Ausweichen, das ist echt Gold wert, aber... Boah. Schnell! Gehen Sie mir bitte nicht auf den Sack. Ich möchte einfach nur hier weg. Ich habe mich gerade wirklich von meinem eigenen Schock gemacht. Meine Fresse! Weg, 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 weg! Ich möchte da rein und lass mich bitte hier in Ruhe. Natürlich, unters Tor kommt er nicht. Das Zauber eines Safe Rooms. Okay. Ich weiß nicht mal, ob ich hier entlang muss.
Danke. Ich weiß, du wirst diese Leute nicht enttäuschen. Ich sollte doch... Ach so, nein, ich muss zu dieser... Weichenstell-Computer-Gedöns... Wo war das jetzt nochmal? Nee, das war das mit dem Stromschalter. Nee, ich muss da, wo ich die Schrotflinte geholt habe. Aber ich weiß wieder mal nicht mehr, wo sie ist. U-Bahn-Büro. Da muss ich hin. Wie komme ich da nochmal hin? Unterwerk. U-Bahn-Büro, da steht's doch. Das ist verflucht weit weg. Ich könnte einen anderen Speicherpunkt laden, wo ich etwas... Na egal. Augen zu und durch. Ah, vielleicht doch nicht. Lass mich doch in Ruhe, du Bär. Ja, nix Stars. Lass. Nemesis sind Zombies egal. Ja, er will einfach nur mich haben. Okay. Nemesis hasst alle Zombies. Moment, habe ich jetzt... Wann habe ich abgespeichert? Ich weiß, dass du hinter der Ecke bist. Okay, ich glaube, das Ausweichen ist echt gut gegen ihn. Was anderes habe ich nicht wirklich drauf. Bleib liegen. Oh Gott! Nein, ich möchte nicht. Nein, keine Zielhilfe. Ich guck mir das Dilemma gerade parallel bei Alvina nochmal an. Das ist irgendwie frustrierend. Ja. Ha. So, das Ganze vielleicht ein bisschen besser. Nicht ein gut, aber so ein bisschen besser. Türen böse. Oh ne, doch nicht. Schnell. Oh mein Gott.
Wo muss ich hin? U-Bahn-Büro, da. Okay, wieder hier. Ah, alles ist hell. Carlos, ich bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Super. Jetzt musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Eine Route festlegen. Okay, wo wollen wir hin? Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. Ja, krieg ich das? Okay, also wir sind da oben auf der 01 wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen jetzt rechts. Was bedeutet da, fahr, fo? Was? Ist es nicht. Ich bin bei Redstone 01. Das ist ja die obere Spalte. So, jetzt muss ich zu Faust Avenue. Ja, so. Ist das dann die Fahr? Und dann. Aber er muss ja runter, also nach rechts abbiegen. Aber warte mal. 01. 02. Ah, okay. Fahr 02. Dann geht's weiter auf Central Stage. Also dann wahrscheinlich das Ra. Aber Ra gibt's auch nur kein anderes. Ne, ich glaube, das ist Ra. Raccoon City. So. Und da muss ich auf wahrscheinlich 01. So. Was dann die X-e heißen? Kommst du da nicht weiter? Ja, genau. Ich denke, die X-e sind gesperrte Strecken. Also muss ich dann praktisch auf Gleis 1 und dann von Gleis 1 auf St. Michael's Clock Tower. Das ist wahrscheinlich das SA. Und da aber auf Gleis 2. Und dann komme ich auf Gleis 1 von Fox. Ich denke, ich habe das Rätsel gelöst. Ich hoffe es. Die Route konnte nicht bestätigt werden. Bitte erneut versuchen. Ha. Ja. Okay. Ach so. Wieso mag er das nicht? Ach so, das ist die 03. Ah, okay, verstehe. So. Gültige Route bestätigt. Ah, ist auch Carlos, gut. Ich bin's. Hab uns eine Bahnroute eingestellt. Jill, du bist fantastisch. Einer sagen, dass Raccoon City 4 Gleise hat. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn abfahrbereit. Wer guckt denn eigentlich noch zu? Schreibt mal in den Chat. Schlossmäßiges, ja. Ah, warte mal. Weil ich sehe nur zwei aktive Zuschauer.
Ja, aber das kann ja sein, dass Stefan ja wieder raus ist oder so, keine Ahnung. Ah, okay. Dann ist der Zähler jetzt irgendwie komisch. Was zum... Ja, genau, was zum Teufel. Ich mag deinen Tentakel da nicht. Wie werde ich... Oh, natürlich muss ich jetzt nachladen. Ja. Nom 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 oder was, Alter? Die Kacken. Wieso? So ein bisschen Resident Evil 4 hier oder was? Ja, weil bei Resident Evil 4 waren auch so Los Plagos oder wie die hießen, das waren so komische Krabbelviecher, die auch mitten aus dem Körper gewachsen sind, so ein bisschen wie die Viecher hier. Ich muss wieder zurück zur U-Bahn-Station. Ja. Ich hab doch ausweichen. Nein, nix Stars. Geh da runter. Jawohl. Und tschüss. Ich hab leichtes Herzklopfen. Ja. Hey, hallo Ernest. Gute Arbeit, Supercop. Bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai, wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn es drauf ankommt. Wir machen mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon. Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey! Ich verschaffe euch Zeit! Hey, warte! Warte, Jill! Nein, geh mit! Ich will keine Zeit verschaffen. Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst Stars? Ich geb dir Stars! Nein, ich will eigentlich gar nichts. Ah! Siehst du, ich will nicht. Damn.
damit. Ich glaube, die Fässer waren etwas zu nah. Upsi. Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst das? Nein! Ich will einfach. Ich glaube, das. Okay. Danke. Ah, Mann! Ich muss mich sofort heilen. Ich habe zu wenig Leben. Nein, möchte ich nicht. Bin nicht so schlecht. Komm schon, du verdammter! So. Einmal bitte. Stalker! Du willst das? Ich geb dir das! Good game. Genau, mit seinem Tentakel kommt er jetzt nicht hinterher. Natürlich. Die Musik hat nicht aufgehört. Das ist nie ein gutes Zeichen. Meistens, wenn sich alles beruhigt, hört die gruselige Musik auf. Das ist in jedem Film so. Als ob das was bringt, der kann durch Wände durchbrechen. Carlos, hörst du mich? Carlos! Ich muss einen anderen Ausgang finden. Eine Karte, dass ich auch mal weiß, wo ich hin muss. Ich war mal in einer Kanalisation in Resident Evil 2. Die war nicht gut. Ich war mal da. Ich war schon mal da. Es hat mir dort nicht gefallen. Eine Karte der Umgebung. Perfekt. Ja, sehr perfekt. Ja, genau. Ich habe überall drauf gesprüht. Ladis war da. Mit meinem eigenen Blut. Irgendwie wieder Munition. Okay. Was war das? Das würde mich auch gerne interessieren. Was war das? Erhöhte Kanalsicherheit. In den Kontrollbereich der Anlage wurde unbefugte Person gesichtet. Aus diesem Grund ersetzen wir die alternen mechanischen Schlösser und implementieren neue Sicherheitsregeln. Das Entsperren der neuen... das Entsperren der neuen elektronischen Schlösser erfordert einen speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Bitte führen Sie Ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn Sie sich in der Anlage bewegen. Ja, das heißt, die Mitarbeiter sind jetzt Zombies und wir sind am Arsch. Klar, natürlich, wenn das der Akku sein soll, was für eine Tasche gibt es denn dazu? So ein
keine Ahnung, E-Spec direkt oder. Naja, gut. Ganz praktisch, das neue System. Das wird euch gar nicht auffallen. Aber hier habt ihr diesen 3 Kilo schweren Akku. Den müsst ihr jedes Mal bei euch tragen. Eine Keycard hätte es auf keinen Fall getan. Nein, das wollte ich nicht. Ich will wieder zurück. Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. What the fuck? Ich weiß nicht, ob ich. Okay. Ach du Scheiße! Was zum Geier ist das? Und kann es da hoch? Ich hab doch gesagt, Kanalisation ist nicht gut. Bin ich jetzt wieder zurück? Nee, doch. Tagebuch der Forschungsassistenten. Ja, genau. Und das habe ich jetzt keinen Bock. Randinfos hier. Ui. Auf das habe ich doch mehr Bock. Ha. Verrückt. Rechnung von Gunshop Kendo. Ah ja, alles klar. Vielen Dank für Ihren Kauf des XXXXX-Granatenwerfers. Wir haben besondere Modifikationen vorgenommen, die die Waffen mit einer Vielzahl an Munitionsarten kompatibel macht. Stellen Sie für die optimale Leistung sicher, immer die richtige Munition für die Situation zu verwenden. Da es sich bei dieser Waffe um ein generalüberholtes Modell handelt, verfügt sie nicht über die Automatik. Das verringert zwar die Schussfrequenz, aber diese Tatsache wurde im Preis berücksichtigt, wie abgesprochen. Danke, sehr nett. Handschriftliche Notiz auf der Rückseite. Explosive Granaten, Sprengstoff A zweimal, Brandgranaten, Sprengstoff A, Sprengstoff B, Säuregranaten, Sprengstoff B zweimal. Minengranaten können nicht einfach hergestellt werden. Es lohnt sich nicht, welche zu besorgen. Würde uns gegen die Gammas nicht helfen. Ich glaube, diese Froschviecher heißen Gammas. Okay. Sprengstoff B. Was lege ich denn raus? Ich glaube, das rote Kraut lege ich raus. Gibt es ja auch irgendwie Sprengstoff A oder sonst irgendwas? Jetzt bin ich gewappnet gegen die, oder was? Waldmanns Heil. Das sind T-Rex-Frösche, ja. Die haben auch keine bzw. vielleicht kleine Ärmchen irgendwo unter den Doppelpin. Nein. Ja? Okay.
Nope. Bewegt sich nicht. Braucht wohl irgendeine Stromquelle. Irgendeine Stromquelle, ja. Nope. Wird diese Kanalisation nicht überleben. Ein Akku. Ja, danke. Keine Munition. Kurz, ich aktualisiere mal bei dir. Vielleicht ist dann, weil das... Ah ja, genau. Ist ein bisschen... Ah, ist ein bisschen hinterher. Ich heile mich jetzt einfach mal, obwohl es halt nur Warnung ist. Schon schade. Was gibt's hier? Sprengstoff. Das machen wir doch. Was? Perfekt. Schießpulver. Brief. Mein kleiner Liebling, es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erstaunen. Euer liebreizende kleine Körper, die solch unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Ah, okay. Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffe untauglich, wegen ein paar kleinen Schwachstellen. Sie führten eure fehlende Hitzebeständigkeit die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es dennoch zeigen. Hier unter werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr, meine geliebten Hunter Gammas, wahrhaft überlegen seid. Okay. Was ist ein verrückter Professor, war das denn? Aber ich muss irgendwie... Warte mal, ich heile mich jetzt mit dem Kraut. Und... Akku kann ich aber trotzdem nicht verstauen, der ist so riesig.
Bedeutet das Symbol, dass man es wegwerfen kann? Ich bin mir nicht sicher. Dann gehe ich mal kurz zurück und verstaue es einfach wieder in der Truhe. Ja, ich glaube, das mache ich, bevor ich einen Fehler mache und mir irgendwelche Pfade versperre. Aber ich glaube, der Mülleimer bedeutet, dass man es wegwerfen könnte. Ist da eine Waffe? Was ist das? Wieso? Ach, egal. Definitiv. Ah, Inventar ist schon wieder voll. Ein Geheimgang. Hinter jedem Wasserfall ist ein Geheimgang. Du. Okay. Hau den ganzen trotzdem. Es ist schon wieder passiert. Dieses Mal haben Kane erwischt. Ich habe alles gesehen. Eins von den Dingern hat ihn in einem Stück verschlungen, von Kopf bis Fuß. Wir haben versucht, sie zu warnen, als Bill vor 2 Wochen verschwunden ist. Die Cops haben gesagt, er hat wohl die Stadt verlassen. Aber ich habe denen gesagt, das kann nicht sein. Nicht, wo sein Baby jeden Tag kommen kann. Aber haben sie auf mich gehört? Natürlich nicht. So ein Scheißdreck, verdammte stinkende Mistviecher. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt, hüpft einer aus dem Tunnel raus. Und auf die verdammten Cops kann ich mich auch nicht verlassen. Kann auch nicht den Schreibtischtätern in der Zentrale vertrauen. Denn das nächste Mal einer dieser Freaks auftaucht, haue ich ihm direkt seine dicke, hässliche Fresse. Okay. Wieder sein.
Okay. Ich mach mal eine kurze Pipi-Pause. Das muss eh schon ein bisschen länger raus. Bis gleich.
So, gleich geht's weiter. Kleines Zwischenfazit, gefällt's euch? Seid ihr unterhalten? Ich frage mich, ob ich irgendwo den Chat raus so als separates Fenster mir aufmachen kann. Ja, das weiß ich halt nicht. Teilnehmer, Live-Chat hier. Chat in einem neuen Fenster. Ich sehe auch nicht, wie viel Zuschauer ich habe. Also bei mir bin ich alleine drin im Chat. Aber das ist ja irgendwie auch nicht richtig. Sieht bei mir ja halt auch so aus. 0 von 200 steht drauf. Nee, das sind die Zeichen, die du eingeben kannst. So. Die Teilnehmer sind unten am Bild. Naja. Egal. Egal. Hallo. So, jetzt bin ich sichtbar. Beim nächsten Mal Discord. Discord? Wie? Was meinst du mit Discord? Ich tapp noch mal kurz raus. Das Problem ist, ich habe beim Stream eine größere Verzögerung. Ich sage jetzt mal so 30 Sekunden. Und wenn ihr im Discord parallel seid und mit mir sprecht oder hört, was ich sage, dann ist halt, keine Ahnung, dann hört ihr halt alles doppelt. Ist ja irgendwie auch nicht der Sinn der Sache. Oder meinst du, man kann per Discord streamen oder parallel bei euch mein Bild anzeigen? Weil das habe ich mal bei Zombie und der Jesse gesehen, die haben ja zusammen Monster Hunter gespielt und dann haben die sozusagen ihr gegenseitiges Bild sich reinziehen können und das zeigen, als sie da die einzelnen Rüstungen präsentiert haben. Ich weiß es nicht. Also ich habe mich mit Discord tatsächlich noch nie auseinandergesetzt.
wenn dich da auskennst, Walde, gerne Vorschläge. Oder, keine Ahnung, kannst du mir das da mal erklären? Ja gut, könnte man auch machen, aber da hat man einen Stummfilm sozusagen. Also klar, wäre jetzt für die Leute, die dabei sind, interessant, aber wenn jetzt das Video online steht und der Pöllert jetzt morgen sagt, hey, er will sich das angucken, dann sieht er halt das Spiel, aber ohne, dass ich da mitspreche. Ja, ja, aber wenn wir alle im Discord sitzen, sieht er halt, klar, wird auch weniger im Chat los sein, das meine ich. Egal. Egal. Ran ans Spiel, oder? Hm? Ran ans Spiel, oder? Alvina ist heiß aufs Spiel, dann wollen wir Alvina halt nicht warten lassen und euch auch nicht. Machen wir mal weiter. Ich dachte einfach, du kriegst vielleicht heute schon durch. Nee, ich krieg's heute nicht durch. Ich habe auch, tatsächlich vor, wir haben jetzt 11 Uhr, ich denke mal, die Leute haben auch ein bisschen was Besseres zu tun, als mir beim Spielen zuzugucken. Das müssen die Leute entscheiden, genau. Dementsprechend, ich denke, ich werde jetzt noch eine halbe Stunde machen. Vielleicht gibt es so einen Schlüsselpunkt, bis zu dem ich komme, also einen, keine Ahnung, einen Cliffhanger. Und dann würde ich einfach weiter morgen Abend oder so streamen. Gut. Haben wir hier noch was? Ja, haben wir. Aber ich habe mein Inventar nicht. Was gibt's hier noch? Ups. Gut. Was? Mach nicht Feierabend. Ja, genau. Na, Handgranate brauche ich nicht. So, hier geht's mit der Batterie weiter. Okay. Discord, ja.
Im Discount muss Waldemar sich einarbeiten, alles klar. Ah, okay, Shortcut und dann kann ich mir das andere Ding holen. Also die Batterie wiederholen sozusagen. Oder nicht? Ne, da geht's zurück. Ich muss da einfach runter. Die Batterie? Ja, ich bin voll falsch. Ich bin doch nicht falsch. Das ist doch eine Wendeltreppe. Wo waren die Wendeltreppen? Alles so gleich aus. Okay. Ja, macht Sinn. Ja, müssen wir echt gucken mit dem Discord. Wie gesagt, hat mich noch nie damit auseinandergesetzt. Ich hab's zwei, dreimal benutzt so, aber. Heavy. Wie soll ich denn da hinkommen? Das macht doch auch keinen Sinn hier. Ach so. Ja, okay. Ich verstehe. Ja, das ist nice. Ich habe jetzt gerade Teamspeak Server mit 4 Slots, wo ich zahle. Also, wenn ich den nächsten Monat kündigen kann, ist auch was Gutes. Okay, jetzt haben wir es. Gerne mir die Batterie holen. Und dann kann ich die Batterie wo nochmal verwenden? Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Ja, natürlich. Du blöder Saumann.
Amina! Nix das! Oh mein Gott! Ich muss hier raus! Schnell! Flammenwerfer. Oh, ein Safe Room hier. Sehr sicher. Kann man echt nichts sagen. Auslegen. Auf jeden Fall speichern wir mal ab. Oh, Showdown. Ich weiß nicht, wie ich ausgewichen bin, aber auf jeden Fall hat es geklappt. Penner!
Okay, ich glaube, ich bin tot. Ja. Okay, jetzt wissen wir, was abgeht. Ah, okay, alles klar. Gibt's hier keine Munition mehr? Das wäre so nice. Na ja, gut. Ja, danke. Das war gut, hoffe ich. Ich hab voll nicht drauf geachtet. Okay, komm, 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 komm. Immer dieses Nachladen. Da. Thank you.
Okay. Den habe ich auch gesucht. Vergeblichst. Carlos, hier Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Der Mistkerl ist tot. Na, nein, das glaube ich nicht. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich habe getan, was nötig war. Ich weiß und danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich! Dieses Feuerwehrauto hier abgebildet. Das hat doch mit Sicherheit auch eine tiefere Bedeutung. Hm. Ja, gut. Da steht, da ist eine Leiter, aber ich stand da vorne dran und wollte hochklettern. Muss einfach gegen drücken, alles klar. Ja, Kessler, gebe ich dir vollkommen recht. War Kinderspiel. So, ich will da gar nicht runter. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Ja, da war doch noch einer. Du auch. Und du. Alle bitte zu mir. Animal Crossing und einfach. Achso, das hast du jetzt gesagt, oder? Animal Crossing ist nicht einfach. Animal Crossing ist Nerventerror. Ah, guck mal, wo wir sind. Na, erkennt ihr das? Und da ist Kendo Gunshop. Wir gehen mal zum... Trinkt noch jemand? Ich frage für einen Freund, was? Ob jemand noch trinkt, oder was meinst du? Aber ich habe irgendwie verplant, mir was zu holen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Der Lauf. Halt! Kendo, dir geht's gut. Gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt, hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing.
Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse vorne beim Laden. Okay. Okay. Der Schlüssel hängt an der Wand. Wenn du es aktualisierst, ist es bei dir dann auch schneller? Okay. Ach, Truhe, sehr gut. Das habe ich jetzt gebraucht. Sehr gut. Mehr Munition. Was soll ich denn da noch mitnehmen? Kann das und das hier kombinieren? Ich nehme das noch mit. Granatenwerfer lassen wir mal für schlechtere Tage. So, haben wir hier alles mitgegräbt? Ne, haben wir nicht. Da fehlt noch was. Irgendwas gibt's hier noch. Da. Schießpulver. Haben wir noch ein Schießpulver in der Truhe? Nee, aber jetzt. Gehe ich mal zum Parkhaus und guck mal, ob ich da überhaupt jetzt schon reinkomme. Wahrscheinlich nicht. Nee, ist gesperrt, alles klar. Was war das denn? Ich hab grad keine Ahnung, was passiert ist. Aber jetzt ist ein Grund zu heilen. Sammelobjekt. Wahrscheinlich habe ich schon 5000 verpasst. Oh, yeah. Au! Ups, der ist... Die
Reisebrief. Gott, kein Bock. Alter, ist das cool. Hey, Walde, hier hast du deinen Vierfach-Raketenwerfer. What the fuck? Raketenwerfer? Echt jetzt? Alter. Jill überlebt ein Raketenwurf. Okay, Jill überlebt eine Rakete, aber keine zwei Raketen. Das muss man auch mal schaffen. Ach du Scheiße. Ach, du bist wieder am Leben. Au! Und schon wieder. Einfach sau cool. Ein Raketenwerfer? Echt jetzt? Natürlich bin ich in die Rakete ausgewichen. Carlos, das Monster verfolgt mich wieder. Willst du mich verarschen? Dachte, er ist tot. Ich auch. Leicht übertrieben. Und jetzt? Aufhalten kann. Kommt zurück zur Station. Und führ ihn direkt zu euch?
Schon okay. Vertrau mir. Klar, ich vertraue dir. Da kommt doch bestimmt jetzt wieder. Nein, mein Lieblingsgeschäft. Verrückt. Was? Ah, ich hätte was machen sollen. Er sagt mir das doch einer. Was? Ich wurde von einem riesigen Kopf erschlagen. Alles klar, dann nochmal. Ich dachte, es wäre noch eine Zwischensequenz. Das ist verrückt. Das ist definitiv verrückt. Geht's nicht lang. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo ich lang muss. Doch, ich muss zur U-Bahn-Station. Station schaffe ich noch. Nee, der muss nicht nachladen, der Penner. Was hast du geschrieben? Diese Nachricht wird zur Überprüfung zurückgehalten. Nichts mehr raus hier. Sehr aufregend. Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Also, was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus.
Okay. Ich akzeptiere das. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein. Die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bark finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge. Sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfahrt! Tschüss. Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Stars. Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein, lass es. Komm, hier lang. Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Nee, meine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Ja, sie überlegt Raketenwerferschüsse. Das muss die richtige Frau fürs Leben sein. Okay, wir halten klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher? Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. So. Nee, der fährt nicht mehr zurück zu Carlos. Ja, ich würde sagen, hiermit machen wir mal hier Schluss. Das ist ein schöner Abschluss. Morgen würde ich gerade weiterzocken mit Carlos. Dann können wir mit seiner krassen MG rumballern. Ich will dich abschießen. Wieso? So geht das nicht. Ja, das geht echt nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzugucken. Mir hat es Spaß gemacht, mal sowas auszuprobieren. Das ist echt angenehm. Können wir auf jeden Fall öfters machen. PC macht es ja auch mit, bis auf einen Absturz, aber dann komplett. Was auch immer das war, muss ich mal auf die Schliche gehen, was ihm nicht gefallen hat. Aber an sich, ja, ist alles recht easy. OBS ist cool zu bedienen. Da hat man auch viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich würde mir noch eine normale Facecam besorgen. Ich habe jetzt zurzeit mein Handy einfach aufgestellt und eine komische App installiert, die
wie eine Facecam halt, wie eine Webkamera wird dann mein Telefon am PC erkannt. Ist auch eigentlich auch ganz cool, aber das macht die ganze Zeit Werbung und ich muss die Werbung wegklicken, deswegen geht mein Finger dahin. Es ist alles super optimal, genauso wie die Ausleuchtung. Ich denke mal, ich habe so ein LED-Panel, das kann ich mir hinter einen PC klemmen oder hinter die Bildschirme und dann dementsprechend auch etwas besser alles ausleuchten. Dann sieht man nicht so diese Schatten hier unter den Augen. Tappen wir hier raus. Ja, an sich kann ich das irgendwie aufziehen? Nee. Ah, Videoaufnahme. Ah, ja, ja. So, kann ich mir ein bisschen größer machen. Ja, wie gesagt, alles wird mal ein bisschen optimierter. Bock macht es mir auf jeden Fall. Gucken wir mal. Ich denke mal so morgen, wenn ihr drauf Bock habt, OBS, nicht UBS. Das ist ein kostenloses Programm zum Streamen tatsächlich. Du musst dich einfach bei YouTube anmelden, musst ja so eine komische Streaming-Lizenz besorgen. Da musst du einfach deine ganzen Daten eingeben und einen Tag warten, tatsächlich 24 Stunden. Nach 24 Stunden wirst du freigeschaltet. Und dann bekommst du so einen Streaming-Schlüssel, das kannst du dann bei allen möglichen Programmen, die es so gibt, einfügen. Die meisten kosten was, aber OBS ist eins, wo komplett kostenlos ist und von den meisten benutzt wird, habe ich jetzt so mich mal reingelesen. Da lassen sich auch einige Sachen einstellen, wie gesagt, so die Szenen, was ich alles mache mit einem Pausenscreen und so, das lässt sich einen Haufen Zeug mehr einstellen, diese komischen fancy wie nennt man das, da wo die ganzen Donations laufen und so, dieser Rahmen, der meistens bei ganzen Streamern fancy aussieht, lässt sich da auch alles einstellen. Ja, ziemlich cool. Gut, ich hoffe, der speichert das Spiel da, wo er das speichern soll. Und aber ich denke, nach der Zwischensequenz habt ihr einen Autospeicher gemacht. Dementsprechend, habt noch einen schönen Abend. Wir schreiben ja noch im WhatsApp. Und ich denke, die Videos sind dann auch online bei YouTube, so dass man sie angucken kann auf meinem Channel. Von daher, wer es nicht mitbekommen hat, spätestens jetzt, wenn er das hört, hat er es mitbekommen. Dann euch noch einen schönen Abend und auf Wiederschauen.